Ja, hallo, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du reinschaust. Heute wollen wir mit dem Flugboot mal fahren. Wunderschöner See hier, werdet ihr gleich sehen. Wir packen es jetzt mal ganz fix aus und dann geht schon mal aufs Wasser und dann gucken wir mal. Ja? Von der Firma Fischler habe ich von der Firma zur Verfügung bestellt bekommen und das wollen wir jetzt mal fliegen lassen oder fahren lassen, gucken. Ja, ist alles dabei. Fernbedienung, hier die Anleitung. Die Blitzer bürscht aus. So, was muss ich machen? Den Akku hier einlegen. Hier habe ich einen anderen Molex-Stecker. Den anklemmen, seht schon, hier brennt Licht. Den Akku natürlich richtig reinstecken. So, wir schalten noch mal ein, entriegeln das Ganze und können wir jetzt schon mal sehen hier, es tut sich schon was. Hier links, rechts, hier können wir die LEDs ausschalten, einschalten, Schwarze ausschalten, sonst brauchen sie zu viel Strom. Hier kann Stufe 1 und Stufe 2 geschalten werden, das heißt in Kurven macht er mehr Dampf. Und hier können wir das Ganze trimmen, wenn er halt nach links zieht, muss hier gedrückt werden, wenn er nach rechts zieht, muss dann hier gedrückt werden, natürlich jetzt von hinten aus gesehen. Ja, fertig, ins Wasser rein und los geht's. Und los geht's. Mal ganz vorsichtig, tasten wir es mal ran hier. So, zieht. Zieht nach links hier. Jetzt nach rechts hier. Ja, muss ein bisschen trimmen hier. Wir fahren da erstmal ein bisschen lang hier. Ich habe ein bisschen Bäume hier. Das heißt, ich kann nicht ganz so tolle fliegen hier. Ich muss eher doch eher ein bisschen fahren hier, weil es doch so eng sprach. So, ich gebe jetzt mal Gas hier. Sieht man hier im Kreis. Also ganz einfach ist es nicht. Wie gesagt, der See ist vielleicht doch wieder ein bisschen zu klein. Und ich habe auch hier Gebüsch. Muss ich ein bisschen aufpassen. Zack. So, LED schalten wir mal aus. Brauchen ein bisschen Strom hier. So. So, der will macht eine Kurve hier. Habe ich schon. So, ich kann wirklich nur kleine Sequenzen fliegen. Ziehe ich hier mal an nächster Seite links weg. Fische freuen sich auch. Volltreffer. Ja, wie gesagt, das ist definitiv hier doch ein bisschen zu klein. Wie gesagt, so macht es Spaß natürlich. Das Boot zieht einfach weg, zur Seite weg hier. Es fährt im Kreis hier. Fliegen ein bisschen vorsichtig hier. Ist einfach eng hier. Hier noch mal hier im Kreis, damit wir so langsam runtertrudeln können. Natürlich dann beim Aufsetzen gerade.
dass wir nicht irgendwie umkippen oder so. Das ist halt wichtig. Und zieht er beim Fahren nochmal links. Oh, das war jetzt knapp. Da muss man echt aufpassen hier. Dass man nicht irgendwie beim Landen hier. Und ist so viel. Speed 2 hier. Schon cool. Jetzt kann ich natürlich nicht rückwärts fahren, das Teil. Wenn es halt irgendwo drinnen hängt, haben wir ein Problem. Aber wie gesagt, macht Laune. Aber wie gesagt, See muss einfach. See muss einfach größer sein und habe ich Angst, dass ich mir irgendwie hier das Ding in den Baum reinsammeln tue. Sehr schöne Landungen. Da muss er wirklich kunstvoll aufpassen hier. Vorne habe ich auch noch einen Baum. Das war noch nicht das Glück, danke Herr Jesus. Ja, das ist eben das Problem hier, wenn es zu eng wird. Scharfe Kurve, scharfe Kurve, scharfe Kurve. Ja, wunderbare Bodenlandung hier. Ja, das macht jetzt, das ist nur jetzt ein bisschen eine Herausforderung hier. Nicht zu hoch fliegen hier. Ja, da muss ich aufpassen, dass ich dann nicht irgendwie hier wegplatschen tue hier. Ein bisschen weiter hinter hier. Das habe ich echt gedacht hier. So, ich komme lieber her mal hier. So, irgendwas ist da stimmt, oder was nicht. Jetzt mal vorsichtig, muss mal so nicht herfahren hier. Da hinten hat er jetzt schon Probleme gehabt und ich sehe hier, hier blinkt meine Anlage. Wahrscheinlich ist der Akku hier im Gerät. Müde. Ist der Akku im Gerät müde hier? Ihr seht, wie es blinkt. Oder hier der Akku im Flugzeug ist. Ja, macht richtig viel Laune, aber wie gesagt, hier, ich schätze mal, der See ist 30, 40 Meter breit. Das wird doch ein bisschen schwierig, weil eben einfach, wenn man Kurven fliegt, ist halt die Gefahr, dass man halt im Geäst landet und wie gesagt, vorhin hätte ich den beinahe reingelegt. Und, aber macht halt einen Spaß, das Teil, wie gesagt. Tolles Teil, unkaputtbar hier. Klasse Sache, kann ich wirklich empfehlen. Spaßflieger, geht nicht gleich kaputt. Und wie gesagt, ich vermute hier, dass meine
Batterien hier in der Fernbedienung im Eimer sind. So, jetzt habe ich das Blinken nämlich auf und alles gut. Ja, das war das Problem gewesen. Und jetzt haben wir auch keine Empfangsstörungen mehr hier. Alles ist gut. So, jetzt kommt sie ja zu mir ins Boot wieder. Jetzt haben wir noch eine schöne Landung hin. Also darauf achten hier, dass er wirklich hier die Batterien in Ordnung sind in der Fernsteueranlage, dass sie voll sind, sonst habt ihr wirklich hier Empfangsprobleme. Kann auch schön lange damit fahren mit dem Boot hier. Das darf nicht passieren hier. Dass mit irgendwelchen Hindernissen kollidiere, die ich hier auf dem See habe. Ah, jetzt merke ich langsam hier, dass das Boot nicht mehr so viel Power hat. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich hier und jetzt haben wir ein kleines Problem hier. Hey, das ist kein Schenk, dass ich das reinkriege hier. Dass jetzt der Akku ausgegangen ist, das ist natürlich jetzt so schlecht. So, ja, das Boot hängt jetzt mitten auf dem Wasser. Mal gucken, wie wir es reinkriegen. So, jetzt haben wir es bekommen. Strömung hat sie hergetrieben. Aber auch natürlich hier mit Steinen habe ich da probiert. Jetzt habe ich diese Ständchen hier durch das Bötchen hier. Ja, wie gesagt. Jetzt haben wir es. Ja, ein bisschen dreckig das Boot hier. Wie gesagt, keine Vorwarnung vom Akku. Und da muss man echt aufpassen, aber sonst wirklich richtig cool. Schau dann bis zum nächsten Mal.